JFT, just fair and direct. So, dann mögen doch die Spiele beginnen, in Anführungszeichen. Ich hoffe, ihr seht unseren Bildschirm und auch im Einklang dessen hört ihr meine Stimme. Vielleicht mal kurzes Feedback in den Chat geben. Jawohl, Jochen ist hier schon wild zugange. Marco, ich grüße euch in die Runde. Ich sehe auch schon den lieben Felix und auch Markus ist zugegen. Wunderbar, Harry ist auch am Start. Das heißt, die Hütte ist voll. Das freut mich sehr. Ich will mal schauen, ob Markus sein Mikrofon schon frei ist. Markus, ich denke, du bist online. Ja, bin ich. Hi. Sei gegrüßt. Schön, dass du auch dabei bist. Und der ein oder andere wird ja unseren lieben Markus auch schon kennen, natürlich von unseren Events. Ich werde gleich mal hier einen Slide einwerfen. Denn wir haben natürlich auch heute ein Special Event beziehungsweise unseren Auftakt. Und dazu suche ich jetzt mal im Chat auch gleich den Felix, wo ich auch den Ton direkt mal freigebe. Ich hoffe, Felix, du bist schon bereit, einfach mal um den ETA-Check zu vollziehen. Ob alle jetzt verkehrt erwischt, der Gott. Sekunde. Felix, du müsstest on sein. Sei gegrüßt aus dem Süden. Schöne Grüße aus Berlin. Hey, da bist du zu hören. Relativ leise, kommt mir vor. Was kriegen wir noch hin? Besser jetzt? Ein Stückchen, jetzt müssen wir kurz schauen, ein bisschen zu leise kommst du. Vielleicht habe ich aber auch mit meinem Mikrofon ein Problem, wobei Markus hatte ich gerade ganz gut gehört. Nee, er ist leise. Ah, okay, super. Leise. Okay, ich versuche das noch kurz anzupassen hier. Wie sagt man so schön, wer Wichtiges zu sagen hat, fasst sich einerseits kurz und spricht andererseits leiser. Insofern taktisch ganz klug, Felix. So, nee, aber geht es jetzt besser? Ich versuche es hochzudrehen. Sonst gehe ich nochmal in die Audioeinstellungen. Ist immer noch ein bisschen zu leise. Ich meine, auf der anderen Seite, dann ist genaues Zuhören angesagt, was heutzutage eh gut ist. Aber wir hören es gerade oder ich sehe es gerade im Chat tatsächlich zu leise. Da am besten noch mal ein bisschen justieren. Ich gucke mal, dass ich das noch höre. Ich sehe gerade, das Input-Level ist auch echt niedrig. Genau, dann schauen wir mal. Wir sind, wie gesagt, jetzt. Ist das jetzt ein bisschen besser? Bin ich jetzt lauter bei euch zu hören? Leider immer noch nicht. Okay, das wundert mich sehr. Jetzt wird es besser. So. Wird es besser oder nicht? Wird besser. Wird besser, aber ich würde sagen, auf der Frequenzebene immer noch zu leise. Okay. Ich habe jetzt eigentlich alles hier am Rechner hochgestellt, jetzt. Was ich hochstellen perfekt. Konnte. Jetzt ist perfekt. Okay, super. Super. Hey, Felix. Und natürlich der erlauchte Zuschauerkreis. Markus hatten wir gerade eben schon gehört. Felix, du bist jetzt auch wunderbar zu hören. Ich sage jetzt erstmal ganz spontan Hallo in die Runde. Freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, Felix, dass Markus auch zugegen ist. Daniel wird, und wir sehen es ja gerade am Bild, sozusagen uns auch hin und wieder beehren in dieser nunmehr monatlichen Runde, wo, ihr seht das ja, liebe Leute, wir das Thema der vermögensverwaltenden GmbH als Überschrift haben, aber natürlich auch hier immer wieder für ein Stück weit Insights sorgen werden, aber auch natürlich die Thematik rund um Steuern ansprechen, obgleich natürlich hier, das muss man ja an der Stelle erwähnen, es nicht unsere Aufgabe ist, hier Steuerempfehlungen oder Tipps zu geben, sondern dies rein der Aufklärung und Informationsweise, Art und Weise Kommunikation dient. Wie ihr auch wisst, in unserem Risikohinweis, wenn es ums Trading geht, dann sind das natürlich nie Handelsaufforderungen. Und genauso ist es hier praktisch eine Information, die ich finde, die sehr wichtig ist. Und wir haben ja mit Wright, wir haben uns ja im letzten Jahr getroffen, Felix, in Berlin. Müssen wir auf jeden Fall mal nachholen, im neuen Jahr sozusagen. Und da eben auch ein Stück weit das weiter vorantreiben, was wir ja begonnen haben. Denn der ein oder andere JFD-Kunde wird ja wissen, dass wir eben auch mit Wright auch auf unserer Website sogar hier schon verewigt sind, wenn wir hier so ein Stück weit in den Trading-Bereich gehen. Und Wright GmbH, da wird uns der liebe Felix eben als Gründer und auch sozusagen Initiator des Ganzen jetzt so ein Stück weit abholen, Felix. Soweit ich weiß, hast du ja, ich sag mal, eine kleine Agenda vorbereitet, nicht wahr? Ja, klar. Wie kann es anders sein? Ich wollte heute mal gucken, dass ich so einen Überblick und Einstieg da reingebe, warum es Sinn machen kann, über eine GmbH zu handeln, statt privat. Mhm. Und freue mich sehr drauf. Und das ist, freue mich sehr drauf, dann endlich mal den Überblick zu schaffen. Denn das Thema ist für viele noch recht neu.
Absolut, absolut. Und es ist aktueller denn je, auch aufgrund der, ich sag's mal, fast schon ja, verfassungswidrigen oder wie man's, man kann es subjektiv ja nennen, wie man will, aber aufgrund eben dieser Entscheidung der höheren Politik im Rahmen der Steuergesetzgebung sind Dinge geschehen in letzter Zeit, die nicht nachvollziehbar sind, aber es gibt eben auch hier Lösungen. Und natürlich ist die juristische Person in vielerlei Hinsicht interessant. Und deswegen erstmal willkommen an der Stelle. Wir sind direkt eingestiegen ins Thema. Soundcheck haben wir auch vollzogen. Der Vorrede will ich auch gar nicht so viel verlieren. Ich würde dir, wenn du bereit wärst, Felix, praktisch den Bildschirm rübergeben. Ja. Da bekommst du dann praktisch, du bist ja auch, was das angeht, schon ein alter Hase, sozusagen die Menüauswahl, dann wählst du deinen Bildschirm aus und dann kannst du auch schon loslegen. Frage an der Stelle vielleicht direkt rein als Moderator, hättest du gern die Fragen selbst im Blick oder ist es so, dass wir die sozusagen mal hier begutachten und dann zum Schluss stellen, wenn es Fragen gibt? Wie hättest du es denn da gern? Also ich beantworte grundsätzlich auch die Fragen während des Vortrags, immer dann, wenn es gerade zum Thema passt und wenn Fragen kommen, die gerade nicht zur Slide passen, dann beantworte ich die gerne am Ende. Mhm. Stell mir die gerne, ich habe zwar auch mit einem Blick die Fragen drauf, aber ich gucke eben immer, wo man die sinnvoll einstreuen kann. Okay, dann lass uns lieber so machen, fahr ab an der Stelle und da vielleicht auch noch der Hinweis, wie gesagt, liebe Leute, wir haben ja damit Right sozusagen auch eine Kooperation gegründet, wo noch einiges mehr noch drinsteckt, was wir wahrscheinlich auch dann ein Stück weit erfahren werden. Ich werde, wie gesagt, den Bildschirm rübergeben und auch damit du, lieber Felix und dann auch in Zukunft der Daniel dann auch Bescheid wissen, der Markus ist ja sozusagen hier bei uns, ja, im Research-Team ein ganz wichtiger Fakt, täglich am Markt, täglich am Trading aktiv sozusagen und wird mich hin und wieder auch an dieser Stelle vertreten. Und wie ihr es ja auch schon seht auf dem Slide, wir haben euch jetzt monatlich am Start. Und da freue ich mich wirklich drüber. Lasst uns das Jahr 2022 sozusagen mit diesem neuen Content schön befüllen und dann auch in Zukunft natürlich weiter zusammenarbeiten. Und da freue ich mich sehr auf das, was da kommt. Wie gesagt, alle Zuschauer, die jetzt dabei sind, dürfen dann immer wieder auch neue Inhalte mitnehmen. Und was ich jetzt noch zu sagen pflege, war die Sache, dass wir, bevor die Frage kommt, auch die Idee haben, einen Right-Channel auf unserem YouTube-Kanal einzurichten, wo wir dann praktisch die Aufzeichnungen hinterlegen. Das nochmal als Info. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die Vollen, Felix. Ich gebe dir direkt den Bildschirm rüber. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, entweder nimmst du sie auf oder ich streue sie ein. Aber dann würde ich sagen, hol uns erstmal rund um das Thema ab. Markus, hast du vielleicht noch einen Punkt, bevor ich das Mikrofon an Felix übergebe? Nö, erstmal nicht. Ich bin da sehr gespannt, was da so kommt und freue mich auf den Felix. Und wenn was ist, dann brülle ich einfach rein. Sehr gut. Gerne. So fahren wir ab. Wir müssen uns eh mal alle zusammentreffen. Aber jetzt erstmal reine Online-Geschichte und los geht's. Moment, jetzt wird der Bildschirm kurz wechseln, liebe Leute. Nicht wundern, jetzt gibt es einen kleinen Break. Wo praktisch der Felix jetzt seinen Monitor auswählt. Und dann würde ich dann auch gleich bestätigen, dass der Felix zu sehen ist. Genau. Ich gucke gerade, dass ich den richtigen Screen share. So, exakt. Das ist Murphy's Law. Das ist natürlich der falsche, warte. Das ist Murphy's Law, ne? So, da haben wir das. So, da. Und dann mal ja noch kurz meine Webcam an, dann könnt ihr mich auch mal sehen. Apropos, das ist ganz gut, dass du sagst, ich meine, Markus ist ja auch immer on air, hätten wir auch theoretisch einschieben können, gerade weil du da oben so schön zu sehen bist. Ich weiß gar nicht, Markus, ob du das auch übertragen kannst. Ich glaube, bei mir ist es auch so, ich muss mal sehen, ob ich die angeschaltet kriege. Ah, siehst du, da bin ich. Aber ein bisschen im Dunkeln, muss ich sagen. Grüße aus dem Süden. Insofern, ich blende mich gleich wieder aus, war ein guter Punkt, aber dass wir das mal mit einstreuen. Da ist sogar unser Markus, siehst du. Jetzt können wir uns direkt mal ins Antlitz blicken. Okay, jetzt haben wir das auch gemacht. Meine Güte, wir müssen langsam mit dem Content loslegen, ne? Das machen wir jetzt auch. Also, ich freue mich sehr. Ich habe auch natürlich am Anfang, will ich noch ganz kurz was zum Disclaimer sagen. Also, ich habe mal Wirtschaftswissenschaften studiert. Ich bin kein Steuerberater. Das ist heute auch keine steuerliche Einzelfallberatung, sondern es geht jetzt wirklich darum, einmal ein bisschen zu erzählen, was die GmbH ausmacht, warum die Sinn macht. Und wenn ihr dann wirklich Einzelfallfragen habt, dann können wir euch gerne an einen unserer Steuerberater vermitteln. Und damit fangen wir an. Also ganz kurz zu mir. Ich bin einer der zwei Gründer von Right. Ich habe das mit meiner Mitgründerin Christine gegründet, die früher bei Goldman war. Vor Right habe ich in einem Immobilien-Private-Equity-Fonds gearbeitet und dort diverse Transaktionen mitbetreut.
Und habe davor ein Startup gegründet, New Store. Das habe ich 2015 verkauft. Bin seit 2007 in Berlin, wo ich jetzt auch gerade von zu euch spreche. Und ich selber habe meine vermögensverwaltende GmbH 2008 gegründet, Christine ihre 2015. Und wir fanden das Konstrukt der GmbH immer echt gut, fanden aber gleichzeitig immer den Unterhalt der GmbH mit Steuerberatern und so extrem aufwendig und nervig. Und generell gibt es eine Erkenntnis, auf die man kommt, denn am Ende Steuern sind der größte Kostenfaktor eines Deutschen. Also ihr zahlt unglaublich viele Steuern, bevor Leute anfangen, auf den Starbucks-Kaffee zu verzichten, sollte man sich wirklich mal angucken, wie viel denn wirklich beim Staat hängen bleibt. Und die Konsequenz ist einfach, wenn man viele Steuern zahlt, kann man weniger reinvestieren und baut damit deutlich schlechter Vermögen auf. Und das Schöne dabei ist aber, dass man es umgehen kann. Viele Leute nehmen ja Steuern als Gott gegeben hin, aber dem ist tatsächlich nicht so, denn man kann seine Steuerlast dramatisch reduzieren, wenn man eben nicht mehr privat investiert, sondern mit einer Kapitalgesellschaft. Das vielleicht als kleiner Hinweis. Ich rede heute immer von der GmbH, weil das die häufigste Kapitalgesellschaft ist. Aber das Gleiche gilt natürlich auch, wenn man mit einer UG oder mit einer Aktiengesellschaft investiert. Ja, die werden alle steuerlich gleich behandelt. So, zuerst einmal, was ist denn eine vermögensverwaltende GmbH? Eine vermögensverwaltende GmbH ist erstmal eine ganz normale GmbH. Es ist keine Sonderform, sondern die ist eben charakterisiert dadurch, dass die meistens von einer Einzelperson oder eines Paares gehalten wird und dass man sie nutzt, um zu investieren. Also dass man damit kein operatives Geschäft macht. Und der Hintergrund dafür ist, man möchte Steuern, Haftung und Kosten optimieren. Und umgangssprachlich haben sich dafür viele Begriffe herausgeprägt: Sparschwein GmbH, Trader GmbH, vermögensverwaltende GmbH. Das ist alles, wie gesagt, nur umgangssprachlich. Es ist in erster Linie eine ganz normale GmbH. Und um jetzt ein bisschen besser zu verstehen, was das so besonders macht, möchte ich jetzt einmal hier reingehen und euch einen Vergleich zeigen, wo denn der Unterschied liegt zwischen der betrieblichen Besteuerung und der privaten Besteuerung. Generell ist es erstmal so, dass wir eins verstehen müssen: privat versteuert man Einnahmen. Das heißt, wenn ihr jetzt Trading-Gewinne erzielt, kennt ihr das, dann gibt es die Kapitalertragssteuer. Die geht erstmal von den Einnahmen ab. Dann kann ich damit versteuertem Geld meine Ausgaben zahlen. In der GmbH ist das grundsätzlich anders. Dort ist das so, dass ich eben Steuern auf meinen Gewinn zahle. Das heißt, ich habe zunächst meine Einnahmen, davon ziehe ich die Ausgaben ab und der Steuersatz wird dann auf den Gewinn angewandt. Und das führt aber dazu, dass Steuersätze gar nicht vergleichbar sind. Viele Leute gucken sich den betrieblichen Steuersatz und den privaten Steuersatz an und vergleichen das 1:1. Aber man muss dazu verstehen, dass die Steuerbasis in der GmbH grundsätzlich geringer ist, weil ich eben dort auch den Gewinn besteuere und Kosten damit eben einen großen Einfluss haben, wie viel ich am Ende wirklich besteuern muss. Stellt gerne Fragen, wenn ihr wollt. Ich gucke da immer mal hin. Auf dem zweiten Bildschirm noch sehe ich keine. So, wenn du es gerade sagst, wie gesagt, es sind schon ein paar Fragen auch marktbezogen reingekommen. Ich denke, du wirst zu einem späteren Slide nochmal reinkommen auf das Thema, wie das denn zum Beispiel ist, wenn man diese GmbH nutzen möchte und eben hier schon ein bestehendes Konto beispielsweise bei JFD hat. Wirst du da noch drauf eingehen, jetzt gerade von der Grundthematik her? Ja, werde ich noch. Sehr gut. Dann, das wäre eine Frage, die kam direkt zweimal auf. Thema Verlustberechnung, das wirst du jetzt, denke ich mal, im Weiteren auch nochmal benennen, warum der Vorteil auch bei der GmbH liegt. Und ansonsten gibt es hier eben auch die Frage im Sinne österreichische GmbH. Ich meine, das Steuergesetz betrifft ja sozusagen, das desaströse Steuergesetz betrifft ja nur Deutsche, der Österreicher ist ja außen vor. Aber kann man dieses Konzept Einnahmen, Ausgaben, beziehungsweise eben die GmbH-Idee auch auf das österreichische oder auf den österreichischen Markt anwenden? Weißt du da was?
Also wir kümmern uns tatsächlich nur um Deutschland. Wir haben einige Österreicher mit deutschen GmbHs. Ich kann aber tatsächlich nichts zu den österreichischen Steuern sagen, leider. Da sind wir Okay, und noch jetzt nicht. noch nicht, aber du musst wissen, Felix, wir haben wirklich, also JFD als solches, einen relativ guten Kundenstamm im österreichischen Raum. Ich wohne ja auch nahe Salzburg, es trifft sich eh ganz gut. Insofern interessant, dass man das Thema mal durchaus nochmal beleuchtet. Eine Frage, die jetzt noch reingekommen ist, und da will ich dich gar nicht weiter unterbrechen, sondern sammel weiter an der Stelle. Die Frage habe ich bei dir übrigens auch ausgeblendet, damit du nicht verwirrt wirst. Wenn du sie haben willst, schiebe ich sie dir rein. Also dann sag gern Ich schiebe sie Bescheid. gerne rein. Ich gucke durch die ganze Zeit und frage mich, warum keine kommen. Du, das Problem löse ich sofort. Während du dir eine Frage beantwortest, und zwar ist es hier nämlich so: Gibt es steuerliche Vorteile, eine GmbH zusammen mit dem Ehepartner zu gründen? Keine steuerlichen Vorteile. Man hat, steuerlich wird das erstmal gleich behandelt. Man hat den Vorteil natürlich, dass man dann diese GmbH vererben kann, und wenn beide Gesellschafter sind, hat man den Freibetrag für die Schenkung oder für das Erbe natürlich zweimal. Ja, das heißt, das ist der einzige Vorteil. Okay, pass auf, Felix. Jetzt breit mal, jetzt schiebe ich dir nämlich den Frageblock rüber. Dann könnte es sein, dass bei dir nochmal zwei Panels extra auftauchen. Dann müsstest du auch die anderen Fragen schon sehen als solches. Damit sehe ich auch was. Genau. Schiebst dir am besten, da gibt es direkt den Frageslide oder das Template irgendwo auf Seiten, und dann ro rollen da die Fragen so rollierend rein, und wie du schon sagst, wenn es zur Folie passt, dann kannst du das ein oder andere auf jeden Fall aufnehmen. Dann brauche ich jetzt sozusagen gar nicht mehr sozusagen monitoren. Ja, super. Ich habe auch hier schon eine Frage, die ich ganz kurz beantworte von Gregor. Gregor fragt, sagt, seine Ausgaben werden doch privat von der Versteuerung schon abgezogen. Das stimmt nicht ganz. Privat habe ich ja nur den Sparerpauschbetrag mit 801 Euro. In der GmbH kann ich aber viel mehr Kosten geltend machen. Ich kann meine realen Leverage-Zinsen geltend machen. Ich kann Marktdaten geltend machen. Ich kann Internet, Handy und so weiter geltend machen, während ich privat immer in diesen 801 Euro hänge, und damit eben sehr, sehr beschränkt bin. So, und jetzt mache ich mal mit der Slide weiter. Also grundsätzlich erstmal, wie wird denn so eine GmbH besteuert? Eine GmbH unterliegt drei Steuersätzen in Deutschland. Das ist einmal die Körperschaftssteuer, die ist deutschlandweit einheitlich bei 15%. Dann ist das die Gewerbesteuer, die liegt bei 3,5%. Allerdings erhebt jede Gemeinde einen sogenannten Hebesatz. Und dann habe ich noch den Solidaritätszuschlag auf die Körperschaftssteuer. Und hier seht ihr das einmal am Beispiel von Berlin. In Berlin ist der Hebesatz bei 410%. Und dann kommt ihr ungefähr auf 30% Gesamtsteuersatz. Das ist auch so der deutsche Durchschnitt, wobei ich sagen muss, dass Hebesätze stark variieren. Ja, in Berlin-Schönefeld, wo unser Flughafen ist, das ist der bei 240. In München ist der mehr als doppelt so hoch. Wir rechnen jetzt in dieser Präsentation immer mit 30%, aber beachtet einfach, dass ihr immer gucken müsst, wie hoch das dann in eurer Gemeinde wirklich liegt. So, jetzt gibt es aber Gott sei Dank viele, viele Ausnahmen, dass man eben nicht wirklich 30% zahlt, sondern ganz besonders viel Spaß macht die GmbH bei Aktien. Denn ich habe bei Aktien den sogenannten Paragraph 8b, und der Paragraph 8b greift, wenn eine Firma eine andere Firma besitzt. Und in diesem Fall sind grundsätzlich 95% der Gewinne steuerfrei. Das gilt bei Veräußerungsgewinnen, also Verkaufserlösen, immer. Bei Dividenden gilt das nur, wenn man mehr als 10 bzw. 15% der Tochtergesellschaft hält. Konkret bedeutet das für Aktien, dass ich zwar einen 30-prozentigen Steuersatz habe, den aber nur auf 5% der Gewinne zahle. Und runtergerechnet bedeutet das, dass ihr bei Aktienverkäufen auf eure Gewinne nur 1,54% Steuern zahlt. Dividenden hingegen werden voll besteuert. Aber jetzt wieder Vorsicht, von den Dividenden zieht ihr erst eure Kosten ab. Es wird also nicht die Dividende besteuert, wie ihr das von der Kapitalertragsteuer kennt, sondern der Gewinn am Ende. Und das ist unglaublich interessant, gerade auch, also wir erleben es immer mehr, dass Leute, wenn sie eine GmbH haben, auf Aktien shiften. Wir merken es beim Optionshandel ganz deutlich, dass es sich dann richtig lohnt,
sich die Aktie andienen zu lassen, anstatt die Option in Geld zu setteln, weil man eben dann von diesem sehr, sehr günstigen Steuersatz profitiert. Jetzt fragt hier der Andreas, ob man für die 1,5% zwei GmbHs braucht. Naja, man braucht zwei Kapitalgesellschaften. Die eine Kapitalgesellschaft ist deine eigene und die andere ist das Unternehmen, in das du investierst. Wenn du also in eine Apple investierst oder in eine BASF, dann ist das die zweite Gesellschaft. Denn eine Aktie ist ja nur ein Anteil an einer anderen Kapitalgesellschaft. Durch die Doppelbesteuerungsabkommen geht das auch in ganz Europa und auch mit US-Titeln und kanadischen Titeln. Das heißt, ihr müsst wirklich einfach nur ganz normal eine Aktie erwerben und wieder mit Gewinn verkaufen und schon landet ihr bei der 1,5% Besteuerung. Dazu, es gab früher mal so eine Regel mit Mindesthaltedauer und Umlauf- oder Anlagevermögen, aber es ist tatsächlich so, ihr könnt die Aktie kaufen und 3 Sekunden später verkaufen. Ihr habt keine Haltedauer für diese Steuer. So, und das macht es unglaublich interessant. Also gerade Strategien, wo man in Aktien long geht, lohnen sich in der GmbH sehr. So, hier habt ihr nochmal die Übersicht. Also ihr habt dann sonst wirklich 26% Steuerlast und jetzt nur noch die 1,5 beim Verkauf. Das macht auch Umschichten deutlich leichter. Ja, man kann dann eben Gewinne mitnehmen, sein Portfolio rebalancen, ohne dass es wirklich wehtut. Wer herausfinden möchte, ob sich das für jemanden lohnt, für sich selbst lohnt, wir haben einen Aktienrechner gebaut und hier könnt ihr den Auf- und den Abbau eines Aktienportfolios modellieren und wir vergleichen dann einmal das im Privatvermögen und im Betriebsvermögen und dann könnt ihr genau sehen, ab wann sich das lohnt. Ich kann euch schon mal einen Hinweis geben. Die GmbH hat ja laufende Kosten, die man reinholen muss, sprich die Steuerersparnis sollte höher sein als die laufenden Kosten. Wir sagen immer, ab 100.000 Euro und 10 Jahre Anlagehorizont fängt die GmbH sich an zu lohnen. Ja, das ist aber auch der Grenzpunkt, wobei es da eben auch viele Variablen gibt. Welche Kosten kann ich in die GmbH schieben und so weiter. So. So. Dann gehe ich mal weiter. Dann haben wir ja dieses furchtbare Gesetz bekommen, zum 01.01.2021, nämlich die sogenannte Verlustverrechnungsbeschränkung auf Termingeschäfte. Ihr kennt es sicherlich alle, aber ich wiederhole es einmal. Es ist mittlerweile nur noch möglich, Verluste aus Termingeschäften bis 20.000 Euro zu verrechnen. Das heißt, ich mache ein einfaches Rechenbeispiel. Früher habt ihr mit einzelnen Trades 100.000 Euro Gewinn gemacht und mit anderen Trades 80.000 Euro Verlust. Das heißt, ihr hattet einen realen Gewinn von 20.000 Euro und früher habt ihr den besteuert mit der Kapitalertragsteuer von 26%. Heute ist das so, dass ihr von den 80.000 Verlust aber nur noch 20.000 Euro wirklich ansetzen dürft. Und dann kommt steuerlich auf einmal ein Gewinn von 80.000 Euro raus. Diese 80.000 Euro werden dann wieder mit 26,375% besteuert. Und oh Wunder, ihr zahlt auf einmal mehr Steuern, als ihr überhaupt Gewinn gemacht habt. Das Gesetz ist vollkommen absurd. Ihr könnt dann zwar jedes weitere Jahr wieder 20.000 Euro geltend machen, aber wenn ihr weiter tradet, kommt man da ja gar nicht hin. Und je nachdem, welche Strategien man fährt, sammelt man ja auch natürlicherweise Verlusttrades an. Das Gesetz ist absolut absurd. Das Gute ist, dieses Gesetz ist Teil der Einkommensteuer. Und wie wir gerade gelernt haben, zahlt eine GmbH keine Einkommensteuer, sondern Körperschafts- und Gewerbesteuer. Das heißt, in einer GmbH könnt ihr nach wie vor bei Termingeschäften Verluste und Gewinne voll gegenrechnen. Und dazu eben noch die Möglichkeit, was ich vorhin erwähnt habe, wenn ihr bei Optionen euch die Aktie andienen lässt, dann seid ihr wieder in Paragraph 8b, weil ihr Unternehmensanteile habt dann noch eine 1,5% Besteuerung. Wir sehen, dass tatsächlich unsere Kunden zetteln die Optionen mittlerweile nicht mehr in Cash, sondern lassen sich die Aktie andienen und verkaufen die dann deutlich steuergünstiger.
Wir haben auch hierfür einen Steuerrechner, den findet ihr auch auf unserer Seite. Da könnt ihr einmal eingeben, wie viel Gewinn und Verluste ihr so im Schnitt hattet. Und dann sagen wir euch auch, ob sich eine GmbH für euch lohnt. So, ich gehe ganz kurz, es ist ja heute, geht es mehr um Trader. Ich will aber mal kurz auf Immobilien eingehen, weil Immobilien in der GmbH auch wirklich Freude machen. Dann ist es so, privat zahle ich auf Immobilien Einkommensteuer. In einer GmbH zahle ich auf vermietete Immobilien nur Körperschaftssteuer. Ich habe nämlich die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen eine GmbH von der Gewerbesteuer befreien zu lassen, wenn sie die meisten Einnahmen mit Vermietung und Verpachtung erzielt. Oft höre ich an dieser Stelle, dass man aber doch privat nach 10 Jahren die Immobilie steuerfrei verkaufen kann. Und das in der GmbH nicht geht. Das stimmt bedingt. Ich habe in der GmbH die Möglichkeit, nach 7 Jahren steuerfrei zu verkaufen, aber nur, wenn ich eine neue Immobilie anschaffe. Das heißt, wenn ich aus der Asset-Klasse Immobilie raus will, zahle ich Steuern, aber wenn ich verkaufe, zahle ich keine Steuern, weil ich dann binnen 4 Jahren meine Gewinne in eine neue Immobilie stecke. Deswegen ist für mich die GmbH für Immobilien wirklich unschlagbar. Und was dann noch ganz nett ist, und das ist ein kleiner Trick, ihr könnt dann hergehen, anstatt eine Immobilie zu verkaufen, könnt ihr die Objektgesellschaft verkaufen. Und hier kommen wir dann zu mehrstufigen GmbHs. Ihr habt vorhin gelernt, wenn eine GmbH an einer anderen beteiligt ist, sind 95% der Veräußerungsgewinne steuerfrei. Ich mache es so, ich habe meine Holding und darunter eine Objektgesellschaft. Wenn ich dann diese Objektgesellschaft verkaufe, also sprich, ich verkaufe die Gesellschaft, der die Immobilie gehört, dann bin ich auch wieder in der 1,5% Besteuerung. Und das ist tatsächlich sehr attraktiv. Deswegen lest ihr oft mittlerweile auf ImmoScout auch immer, ob sich um einen Share Deal oder um einen Asset Deal heißt. Asset Deal heißt, es wird die tatsächliche Immobilie verkauft. Share Deal heißt, man verkauft die Gesellschaft, die die Immobilie besitzt. Jetzt, so, jetzt kommt hier eine Frage mit der nochmal zur Immobilie. Es ist übrigens möglich, seine Wertpapiere und die Immobilie in der gleichen Gesellschaft zu halten. Was man nicht machen soll, 95% der operativen Einnahmen müssen aus Vermietung und Verpachtung kommen, wenn ich mich von der Gewerbesteuer befreien lassen will. Das heißt, ich sollte eine Immobilie nicht mit einem operativen Geschäft kombinieren. Wenn man sich das jetzt einmal anguckt, im Vergleich ist das tatsächlich so, dass ich im Privatvermögen eben direkt besteuert werde, und zwar auf Einnahmen, dass ich nur meinen Sparerpauschbetrag abziehen kann, dass ich diese ganzen komplizierten Regeln zur Verlustverrechnung habe, die Verlustverrechnungsbeschränkung. Und im Betriebsvermögen ist es eben so, dass Immobilien deutlich günstiger sind, dass ich eine unbegrenzte Verlustverrechnung habe bei Derivaten und dass ich den 95%igen Steuerrabatt habe auf Firmenbeteiligung, zu denen auch die Aktien gehören. Vielleicht ganz kurz zu Right. Wir kümmern uns darum, euch zu helfen, Steuern zu sparen, damit ihr besser Vermögen aufbauen könnt. Und wir haben einige Services. Wir gründen GmbHs, also wir helfen dabei, vermögensverwaltende GmbHs aufzusetzen. Das heißt auch, dass wir uns um alle Prozesse kümmern, Anmeldung beim Finanzamt, Eröffnung des Kontos, Hilfe bei der Depoteröffnung. Das nehmen viele unserer Kunden wahr. Wir betreuen aber auch viele Bestandsgesellschaften und seit neuestem bieten wir auch Vorratsgesellschaften an. Das heißt, wenn man gar nicht warten will, kann man sich bei uns melden und einfach eine Gesellschaft kaufen. Dann ist man teilweise in 2, 3 Tagen bereit, mit einer Gesellschaft zu handeln. Besonders ist aber vor allem, dass wir auch Kapitalgesellschaften verwalten. Wir arbeiten mit 10 Steuerberatern zusammen, die sich darauf spezialisiert haben, Vermögen sinnvoll zu strukturieren und die diese GmbHs zu Festpreisen betreuen. Das heißt, Jahresabschluss und so weiter ist alles inklusive. Besonders dabei ist, dass wir eine Software entwickelt haben, die auch JFD mittlerweile nutzt. Wir können nämlich Depots auslesen und die ganze Buchhaltung vollautomatisiert machen. Ich selbst bin da sehr traumatisiert. Ich hatte früher immer in meiner GmbH so ein 70.000 Euro Aktienportfolio
Und am Ende des Jahres kam da eine Rechnung vom Steuerberater, da standen 30 Stunden drauf. Ich konnte überhaupt nicht nachvollziehen, wofür die Stunden waren. Mein Steuerberater hat tatsächlich damals noch PDFs ausgedruckt und hat mir sogar noch den Leitsaktenordner in Rechnung gestellt. Und am Ende habe ich irgendwie 10.000 Euro im Jahr gezahlt und meine GmbH hat sich gar nicht gelohnt. Und deswegen war es uns so wichtig, das alles zu automatisieren, um einfach diese Kosten runterzukriegen. Und heutzutage verbuchen wir alles von Stillhaltergeschäften, Aktien, CFDs, Futures und so weiter. Vorabpauschalen auf Fonds, all diese Sachen machen wir mittlerweile. So, vielleicht ein ganz kurzer Hinweis, wie ich vorgehen würde. Das ist mein Tipp. Ich würde zunächst eine GmbH gründen. Dann würde ich mit einer GmbH einen Rahmenkreditvertrag abschließen. Warum das? Die GmbH braucht ja Geld, um zu investieren. Und die beste Art, meiner GmbH Geld zu geben, ist, indem ich einen Rahmendarlehensvertrag mache. Das heißt, ich privat gebe meiner GmbH ein Darlehen. Dieses Geld kann sie dann anlegen. Und wenn dann Überschüsse in der GmbH entstehen, kann die GmbH an den Darlehensgeber das Darlehen tilgen. Und das Schöne ist, dass diese Tilgung komplett steuerfrei ist. Ich muss ja auch irgendwann mir mal überlegen, wie ich Geld aus der GmbH rauskriege. Und der Darlehensvertrag bewirkt letzten Endes, dass ich alles, was ich mal in die GmbH reingebe, auch wieder steuerfrei rauskriege. Das heißt, seinen Einsatz kriegt man steuerfrei raus. Danach gibt es dann zwei Möglichkeiten, Geld aus der GmbH zu kriegen. Das eine ist, indem man sich anstellt und ein Gehalt bezieht. Das Schöne dabei ist, dass als Mehrheitsgesellschafter keine Sozialabgaben anfallen und die Gehaltskosten wirklich Kosten in der GmbH sind und den Gewinn reduzieren. Das heißt, es führt dann auch zu einer verminderten Steuerlast innerhalb der GmbH. Und die dritte Möglichkeit ist, sich eine Dividende auszuschütten. Aber deswegen immer am Anfang mit einem Gesellschafterdarlehen arbeiten. Dann ist der nächste Trick, möglichst viele Kosten, die ich sonst privat habe, in die GmbH zu verschieben. Bei mir, mein Handy, mein Rechner, mein Auto ist ein Firmenwagen, diverse Geschäftsreisen. Ich lasse so viel wie möglich über die Firma laufen, denn diese Kosten kann ich ja in der GmbH vollständig absetzen und sie reduzieren meinen Gewinn. Das heißt, es ist immer gut, so viele Kosten wie möglich in die GmbH zu verschieben. Privat würde ich sie ja nur von versteuertem Geld bezahlen. Das, was ich dann privat spare, weil ich auf einmal privat kein Auto mehr habe, schiebe ich auch in die GmbH, damit die GmbH mehr Cash kriegt. Und dann kaufe ich möglichst viele Assets. Hauptsächlich in meinem Fall Aktien und Immobilien. Und dann ist es clever, die Gewinne so lang wie möglich zu reinvestieren. Denn die GmbH ist eine Spardose. Und je mehr ich reinvestiere, desto besser compoundet das. Die meisten unserer Kunden beziehen in den ersten Jahren kein Gehalt von der GmbH, sondern schauen erstmal, dass sie Vermögen aufbauen und von diesem Reinvestitionseffekt und Thesaurierungseffekt profitieren. Und dann macht man eigentlich eins natürlich, man weitet seine Geschäftstätigkeit aus. Also wenn man dann von Wertpapieren zum Beispiel auf die erste Immobilie geht, hat das auch Vorteile. Denn wenn ich eine Immobilie besitze, kann ich zum Beispiel auch den Akkuschrauber über die Firma laufen lassen. Ja, das heißt, je mehr, man kann grundsätzlich alles in die Firma einbringen, was mit der Gewinnerzielungsabsicht zusammenhängt. Das heißt, je mehr Geschäftsfelder oder Aktivitäten meine Gesellschaft hat, desto mehr Kosten lassen sich auch verschieben und desto flexibler wird man. So, dann ein kleiner Hinweis, wenn ihr schon bei JFD seid oder und demnächst mit einer GmbH anfangen wollt, ihr könnt bei uns in der Ride-App einfach euer JFD-Konto zufügen. Ihr habt vorhin schon gesehen, auch bei JFD im Menü findet ihr einen Link, wo genau erklärt wird, wie ihr Ride und JFD miteinander verbindet. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr auch jederzeit bei uns in der Knowledge Base nachgucken oder uns einfach fragen. So, ein Hinweis, bevor ich mich auf die Frageliste stürze. Wir helfen gerne. Ihr könnt gerne auf unsere Webseite gehen, dort unseren Live-Chat nutzen oder auch ein kostenloses Erstberatungsgespräch buchen oder auch immer per E-Mail mit fragen@ride.capital. Und jetzt gucke ich mir mal genauer die Fragen an und schaue mal, was ich hier noch alles beantworten kann. Ja?
Also trink vielleicht erstmal einen Schluck, Felix. Du bist hier wirklich im Flow. Also Respekt an der Stelle. Ich glaube oder ich weiß ja schon um die Tatsache, was Wright sozusagen inne hat. Und ich bin begeistert und finde es großartig, dass du das natürlich hier darstellst. Aus deiner Sicht auch, sag ich mal, der Tipp, wo du vorhin gegeben hast, wie du es machen würdest. Und was ich fast schon erwartet habe, dass wir eine endlose Liste an Fragen haben. Deswegen auch gut, dass du hier direkt nochmal reinschreibst, genau, wenn es dann nochmal konkreter wird oder auch du auf die ein oder andere Frage nicht eingehen kannst, rein zeitlich, dann Leute, nutzt die Chance, da wirklich in den Kontakt zu treten. Und wie Felix auch schon andeutete, wir haben da eine schöne Kooperation laufen. Für JFT-Kunden öffnet sich da Tür und Tor und das mit den Vorratsgesellschaften finde ich super, super spannend. Insofern würde ich sagen, ich gehe einfach wieder so ein Stück weit in die Position des Beobachters, Felix, und du darfst dich auf die auf die Fragen werfen. Und ich denke, wir haben jetzt eine gute 20, 25 Minuten und aufgrund der vielen Fragen, die jetzt reinkommen, müssen wir uns dann konzeptionell fürs nächste Webinar tatsächlich nochmal überlegen, wie wir das dann hier und da nochmal optimiert bekommen, weil wir auch hin und wieder, das möchte ich gleich erwähnen, auch ein paar Broker-Insights rauslassen, auch vielleicht aus eurer Sicht von Wright ganz interessant für eben Kunden, wie so die Portfolios sich so entwickeln, gerade jetzt bei den Unsicherheitszeiten. Ihr habt ja dann auch schon relativ, sage ich mal, liquide Kunden und auch große Portfolios sozusagen unter euch, wo man einfach mal ein bisschen so hinter die Kulissen schauen darf. Auch wir bei JFD, dann sage ich euch gerne mal, welche Underlines da sehr viel getradet sind, wo die Anleger eher passiv sind. Also da würde ich sagen, bleibt es einfach spannend. Also jetzt die Kehle sozusagen gewässert, Felix, und auf die Fragen. Ja, ich fange mal an. Gregor hat gerade noch eine Frage gestellt. Ist es besser, man erhöht immer das Eigenkapital oder immer per Rahmenkredit Geld in die GmbH? Unserer Meinung nach sollte man das Eigenkapital beim Stammkapital lassen, also bei 25.000 Euro und alles weitere über ein Darlehen machen. Und zwar eben aus dem Grund, den ich vorhin sagte, wenn die Firma das Darlehen tilgt, kriege ich nur mein Geld zurück und das ist steuerfrei. Wenn ich das Geld aber hingegen ins Eigenkapital einbringe, habe ich das Problem, dass ich dann nur noch eine Ausschüttung machen kann, die besteuert wird, oder ein Gehalt. Das heißt, der Darlehensvertrag ist immer gut und wir machen eben keinen Darlehensvertrag, sondern einen Rahmendarlehensvertrag, weil der erlaubt dann eben immer wieder Geld hin und her zu überweisen, ohne immer wieder einen neuen Vertrag abschließen zu müssen. Von daher, der Rahmendarlehensvertrag ist das Mittel der Wahl und wir stellen den auch unseren Kunden zur Verfügung. Wir haben für alle Verträge Muster, die man einfach in der Wright-App runterladen kann. So, jetzt kommen hier Fragen zu anderen Brokern. Ich weiß zwar nicht, warum ihr andere Broker braucht, wenn ihr JFD habt, aber bieten wir auch noch einige andere Banken an, zum Beispiel JP Morgan Privatbank, Interactive Brokers und so weiter. Aber zum Beispiel wird hier nach GKFX gefragt, die können wir nicht, Sebastian. Aber ich finde, generell seid ihr bei JFD ganz gut aufgehoben und wir haben da viele Kunden, die wir auch erfolgreich verbuchen. Das ist also wirklich etwas, was stabil läuft und was jetzt schon gut getestet ist. Darf ich da kurz intervenieren? Aber einer fragt, was ist JFD? JFD heißt Just Fair and Direct und der direkt mal da auf unsere Webseite geschaut, ohne dass ich jetzt hier groß ausführe, warum wir Just Fair and Direct heißen. Es ist eine Art anderes Brokerage, transparent und fair. Und aber an der Stelle, diese Geschichte mit dieser Vorratsgesellschaft, das ist ja doch schon so ein USP, oder Felix? Ja, also es gibt generell Vorratsgesellschaften auch am Markt. Das Besondere ist, wenn man mit einer Gesellschaft traden will, braucht die ja auch, um durchs KYC zu kommen und ein Depot eröffnen zu können, braucht die ja auch mehr Daten. Die braucht eine Steuernummer und so weiter. Und unsere GmbHs sind voll eingerichtet. Das heißt, mit denen kann man wirklich sofort anfangen. Das ist teurer, weil man im Prinzip doppelte Notarkosten hat, einmal Gründung und einmal Verkauf. Aber dafür geht es halt sehr schnell. Und vielleicht ein Hinweis, eine normale GmbH-Gründung in Deutschland dauert 8 bis 10 Wochen. Wir erleben da eine ganz große Bandbreite. Und das Aufwendige ist nicht die Gründung oder was so lange dauert, sondern man braucht zum einen eine Handelsregisternummer. Nach der Handelsregisternummer kann man erst einen Legal Entity Identifier beantragen. Und man braucht auch eine Steuernummer beim lokalen Finanzamt. Und unsere Erfahrung ist, dass gerade die lokalen Finanzämter teilweise sehr, sehr langsam sind. Und manche Handelsregister sind auch langsam. Und ihr braucht halt beides, bevor ihr ein Depot eröffnen könnt.
Und wenn man zum Beispiel, also gerade jetzt, vor ein paar Monaten ist ja, vor 1,5 Monaten ist ja der Markt ganz gut gedippt. Und wenn man dann schnell nachkaufen will und dann diese ganzen Gewinne mitnehmen will vor der Markterholung, dann dauert es einfach zu lange, erst noch eine Gesellschaft zu gründen. Ja, wir bieten beides an. Es ist einfach die Frage, wie viel Zeit habt ihr? Meldet euch gerne. Wir können auch einfach gucken, was für euch in der jeweiligen Situation besser passt. So, und dann gucke ich mal weiter. Markus fragt, ob wir schon Kryptokonten verbuchen können. Nein, noch nicht. Wir haben aber auf der Roadmap auch Krypto in die Wertpapierverbuchung aufzunehmen. Ich denke, das wird diesen Herbst live gehen. Aber bisher umfassen wir das noch nicht. Bernd hat noch eine Frage zu Immobilien. Er fragt, ob die Immobilie nur an private Wohnungsmieter vermietet werden kann oder auch an gewerbliche Mieter wegen der Gewerbesteuerbefreiung. Die vielleicht einmal kurz bei der Gewerbesteuerbefreiung von Immobilien GmbHs geht es darum, ob die Gesellschaft gewerblich tätig ist, nicht an wen sie vermietet. Generell ist das so, wenn ich baue mit einer Verkaufsabsicht, also gewerblichen Grundstückshandel betreibe, dann kann ich keine Gewerbesteuerbefreiung. Und der gewerbliche Grundstückshandel ist definiert als, ich verkaufe mehr als 3 Objekte in laufenden 5 Jahren. Wenn ihr aber langfristig haltet und keine Objekte verkauft, seid ihr gewerbesteuerbefreit, beziehungsweise könnt euch befreien lassen. Ob euer Mieter gewerblich ist oder privat oder sogar öffentliche Hand spielt keine Rolle. Bodo hat gefragt, ob man in einer GmbH CFDs und Immobilien verwalten kann. Ja, das kann man. Man kann problemlos Wertpapiere und Immobilien kombinieren. Das Einzige, was ich zu bedenken gebe, ist, dass es manchmal Sinn macht, das von der Haftung zu trennen. Wenn ihr zum Beispiel ein Bauprojekt macht und habt ein Fertigstellungsrisiko und einen hohen Kredit, wollt ihr vielleicht nicht unbedingt eure Wertpapiere in der gleichen Gesellschaft halten. Denn das Schöne an den GmbHs ist ja, dass sie haftungsbeschränkt sind. Und das ist auch ein Riesenvorteil bei Immobilien. Ich kenne viele Leute, die immer mit allem privat haften. Ich persönlich habe auf meinen Immobilien immer Non-Recourse-Darlehen, die gekapselt sind in einer Gesellschaft, weil wovor es mir am meisten graut, ist, dass irgendwann alles weg ist, weil bei einer Immobilie ein Fehler passiert. Von daher, ja, ihr könnt das machen, aber schaut euch immer das Risikoprofil an. Und letzten Endes, mehrere GmbHs machen einfach Sinn. Ich sehe das als Versicherung. So eine GmbH kostet 2.500 bis 3.500 € im Jahr. Und das ist aber die Versicherung, dass ein Problem in einer GmbH nicht alles mitnimmt, was ihr euch aufgebaut habt über die Jahre. Kann ich mal ganz kurz zwischengrätschen? Ich habe Ja. nämlich gerade an der Stelle kürzlich mit einem Freund von mir die Thematik gehabt, da man ja im Future-Bereich, Derivate-Bereich im Prinzip eine Nachschlusspflicht hat, ne? Wie ist das da in den GmbHs exakt? Also du hast nach wie vor auch eine Nachschusspflicht in der GmbH. Jetzt ist das so, man muss dann eben gucken, ob der Broker sagt, die Nachschusspflicht ist auf die GmbH limitiert. Das bedeutet dann einfach, wenn die GmbH kein Geld mehr hat, dann ist sie halt insolvent. Ich kenne aber einige Broker, die dann möchten, dass man privat bürgt. Genau, ja. So kenne ich es auch, aber ich dachte, du hast vielleicht einen Trick, wie man das umgehen kann. Aber so kenne ich es auch, ne? Dass man eben, weil es ist ja so, sonst würde ja der Broker im Prinzip die Haftung am Ende übernehmen, wenn er das zulässt am Ende, ne? Für dich. Ich merke gerade, Genau. dass die Immobilien ganz interessant sind. Ich beantworte jetzt nochmal die Fragen von Jürgen und Roland, die sind nämlich relativ ähnlich. Jürgen fragt, ob man mit Ferienwohnungen bereits operativ ist. Und Roland fragt, ob die Gewerbesteuerbefreiung auch bei der Vermietung von Boardinghäusern gilt. Generell seid ihr bei der Kurzzeitvermietung, also auch Hotelgewerbe etc., nicht mehr in den Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, sondern rutscht ins Operative. Was man dann oft macht, ist, dass man eine Betreiber GmbH hat, die die Immobilie mietet und dann kurzfristig weitervermietet. Aber generell geht es bei der Gewerbesteuerbefreiung wirklich um langfristige Vermietung. So, jetzt gucke ich aber mal wieder, ob ich ein bisschen was zu Wertpapieren finde. Clemens fragt, wie werden Futures und CFDs in der GmbH versteuert?
Also generell fallen Futures und CFDs unter den vollen Steuersatz, das heißt um 30%. Aber dann ist eben wieder die Frage, wie viel Kosten könnt ihr geltend machen und wie hoch ist dann am Ende wirklich euer Gewinn? Aber ihr habt dort keine Steuererleichterung, wie das zum Beispiel bei Aktien der Fall ist. Jens fragt, wie viel muss man handeln, dass sich die GmbH lohnt? Ist eine schwierige Frage, denn das hängt davon ab, was du handelst und wie viel Gewinne du machst. Das hängt eigentlich nicht von der Frequenz ab. Generell ist es eben so, die Steuerersparnis durch die GmbH sollte schon über 5.000 € im Jahr liegen. Wenn du jetzt sehr viel mit Aktien machst, kommst du da relativ schnell hin, weil dort der Steuervorteil so groß ist. Wenn du viel mit Termingeschäften machst, kommst du eigentlich auch relativ schnell hin wegen dieser blöden Verlustverrechnungsbeschränkung. Aber es spielen dann eben auch so Fragen rein wie, hast du heute privaten Wagen und kannst dann einen Firmenwagen machen? Ich sage, eigentlich lohnt sich die GmbH schon, wenn ich ein Auto als Firmenwagen nutze. Ich persönlich habe einen Tesla Model 3. Elektroautos sind sehr begünstigt in der GmbH und wenn man ein gut ausgestattetes Model 3 fährt, dann lohnt sich schon dafür die GmbH. Aber man muss das eben sich dann angucken. Du kannst dich gern bei uns melden und dann können wir deine Situation mal durchgehen und gucken, ob sich das in deinem Fall lohnt. So, jetzt fragt Bernd, wenn der Aktienhandel in meiner GmbH sehr stark ausgeprägt ist, ist das dann eine gewerbliche Tätigkeit, die Gewerbesteuerbefreiung vernichtet? Wenn du mit Wertpapieren handelst, gibt es keine Gewerbesteuerbefreiung. Die Gewerbesteuerbefreiung gibt es nur bei Immobilien, die langfristig vermietet und verpachtet sind. Du bist bei allen anderen Aktivitäten, also auch wenn du einfach tradest, egal mit welchen Wertpapieren, fällst du unter die Gewerbesteuer. Das heißt, unabhängig von der Frequenz kommst du da nicht drum rum. Die Gewerbesteuerbefreiung gilt wirklich nur bei Immobilien. So, dann. So, Marco fragt, was kostet bei Ride das Gründen einer Holding und operativen GmbH? Also bei uns kostet eine GmbH-Gründung 2.299 €. Eine Vorratsgesellschaft kostet 28.200 €. Das ist dann der Kaufpreis. Da sind aber dann 25.000 € Stammkapital enthalten, wobei dann eben noch die Notarkosten für den Kauf dazu kommen. So, Johannes fragt, greift die 1,5% Steuer für Aktiengewinne auch auf Aktien-Daytrading und CFD-Aktien-Daytrading? Ja, es greift auch auf Daytrading, aber nicht auf CFDs. Also du musst schon wirklich die echte Aktie haben. Ist übrigens auch vielleicht ganz interessant, wenn ihr Aktienfonds handelt, ja, falls es jemand macht. Das sind keine Aktien und werden auch nicht so besteuert. Aktienfonds werden mit 12% in der GmbH besteuert, während die Einzelaktie eben nur bei 1,5% liegt. Da ist aber tatsächlich sehr gut, JFD bietet ja auch eine ganze Reihe Aktien an. Ihr habt ja wann war das? Dieses oder letztes Jahr habt ihr auch nochmal ordentlich ausgeweitet, ne, mit eurem Aktienportfolio. In der Tat, also sind jetzt also in Richtung 700 echte Shares und dazu parallel noch die 700 CFDs. Also praktisch, wenn man denn mag, dass man sein Portfolio absichert, kannst du praktisch auf beiden Seiten da engagiert sein und eine Art Hedging fahren und andere Geschichten. 700, wir sind aber auch dran, das sozusagen auf die weiteren, sage ich mal, ja, SDAX, MDAX-Werte und eben auch, sage ich mal, die Subfirmen auszudehnen, weil momentan hast du halt die Blue Chips, ne? Aber ich sag mal, S&P 500 ist komplett vertreten, Deutschland vertreten. Also da fehlt es eigentlich an nichts für alle die, die, sage ich mal, das Aktienuniversum ausschöpfen wollen. Was wir nicht haben, sind sozusagen Cannabis oder auch irgendwelche Minenwerte aus Kanada, die da im Cent-Bereich da notieren. Das ist dann nicht unser Manifest. Aber wir wollen das Portfolio generell so in Richtung 3.000, 4.000 ausweiten. Ja. Hier hat Volker gefragt zur Trading GmbH, was passiert, wenn man ein Bilanzjahr mit Verlust schließen muss? Ja, natürlich ist das so, dass nicht immer jedes Geschäftsjahr erfolgreich ist. Und in dem Fall könnt ihr die Verluste vor- oder rücktragen. Rücktragen bedeutet, ihr verrechnet das mit einem vorherigen Gewinnjahr und kriegt dann eine Steuerrückerstattung. Oder ihr habt einen Verlustvortrag, den ihr dann zukünftig verrechnet. Was vielleicht ganz interessant ist, ich habe in meiner GmbH einen sehr hohen Verlustvortrag, weil ich immer ein Gehalt bezogen habe, das natürlich Kosten in der GmbH sind.
Gleichzeitig habe ich meine meisten Einnahmen durch Verkäufe von Firmen gemacht, die nur mit 1,5% besteuert sind. Und ich habe mittlerweile in meiner GmbH siebenstellige Gewinne gehabt und habe immer noch, glaube ich, 200.000 Euro Verlustvortrag. Das heißt, ich habe mit meiner GmbH tatsächlich noch nie Steuern gezahlt, was ich ganz nett finde. Das hast du aber mal ganz, das hast du aber mal ganz nett ausgedrückt, sage ich mal. Ja, aber es ist halt eben so, die Kosten werden voll abgezogen, ja, wie mein Wahnsinn. Gehalt oder eben der Firmenwagen. Aber die Gewinne, die ich gemacht habe, und lagen halt alle dem 8b. Und deswegen habe ich immer noch Verlustvorträge. Ich habe allerdings schon Steuern gezahlt für Gewinnausschüttungen. Klar, man muss auch sagen, wie gesagt, das ist ja auch jetzt, wie du sagst, keine Beratung, sondern ein Einblick in dem, was eben auch Ride umfasst, nicht wahr? Und da ist ja auch gerade die softwaretechnische Lösung sozusagen der Grundstein des Ganzen. Eben auch, wie du sagtest, vorhin der Leitsordner, der dir selbst in Rechnung gestellt wurde. Also man muss sagen, das war schon starker Tobak. Und man fragt sich teilweise auch heute noch, wie Steuerberater oder Steuerbüros da auf ihre Rechnungssummen kommen. Also das ist teilweise schon 90er-Jahres-Style. Ja, vor allem ist es halt wirklich so, dass Stunden überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Das war einer meiner Ansprüche bei Ride, dass wir wirklich Festpreise haben und man vorher sich überlegen kann, was man am Ende zahlt. Ich nehme hier nochmal eine Frage von Marco. Der fragt, kann ich in einer Trading GmbH auch einen Firmenwagen über die GmbH besitzen? Lasst mich kurz auf das ganze Thema Firmenwagen eingehen. Also grundsätzlich kann eine GmbH alle Kosten absetzen, die zur Gewinnerzielungsabsicht dienen. Also sprich, wenn ihr sagt, ihr wollt Gewinne mit Trading machen, dann könnt ihr eure Fortbildung absetzen. Kein Problem. Aber jetzt fragt man sich beim Firmenwagen, wofür brauche ich denn ein Auto, wenn ich eine Trading GmbH habe? Und da müsst ihr ein bisschen umdenken, denn was man dort macht, man nimmt den Firmenwagen als Vergütung für den Geschäftsführer. Das heißt, ihr kennt es vielleicht, es gibt diese sogenannte 1%-Regel, dann muss der Geschäftsführer, also in dem Fall ihr, den geldwerten Vorteil versteuern. Und der geldwerte Vorteil waren früher mal 1% des Bruttolistenpreises im Monat. Jetzt ist es sehr schön, wie gesagt, ich fahre einen Tesla Model 3, Elektroautos sind bevorzugt, da sind es nämlich nur 0,25% des Bruttolistenpreises. Bei meinem Tesla sind das 64 Euro im Monat, das heißt, ich zahle 64 Euro Steuern privat dafür, dass ich dieses Auto nutzen kann, während die Firma aber sämtliche Kosten trägt. Also in meinem Fall war das der Kaufpreis, jede Waschstraße, jedes Mal Stromladen, all das, ja, neue Reifen und so weiter. Und das Schöne ist, dass diese ganzen Kosten ja voll von meinen Trading-Gewinnen abgezogen werden. Und von daher finde ich das ein super Deal. Ich zahle 64 Euro private Steuer, diesen geldwerten Vorteil. Aber bei einer Trading GmbH ist es dann eben eine Vergütung für den Geschäftsführer. Ich hoffe, ich habe auch irgendwo, wir haben auch einen YouTube-Kanal. Da gibt es auch mehrere Videos zum Firmenwagen. Kann ich sonst auch sehr empfehlen. So, dann gucke ich mal. Ah, Rolf hat schon gefragt, welche Kosten verschiebbar sind. Ich hoffe, ich habe das gerade so mit erklärt, Rolf. Aber wenn du noch mehr wissen willst, dann stell gerne noch mal eine Folgefrage. Ich würde das jetzt erstmal kurz wegklicken. Jetzt war die Frage von Werner. Werden bei einem Long Call und Bezug der Aktie die Kosten des Calls dazugerechnet? Ja, vielleicht einmal ganz kurz, lasst mich einmal ganz kurz erklären, wie das funktioniert. Euer Optionspreis. Also wenn ihr eine Option kauft, dann steht die Option erstmal im Anlagevermögen der GmbH mit dem Anschaffungspreis, also dem Optionspreis. Und wenn ihr jetzt die Aktie dann zum Strike-Preis kauft, dann verschwindet die Option aus der Bilanz und die Aktie wird in die Bilanz geschrieben. Und die Anschaffungskosten der Aktie sind dann der Strike-Preis plus der Optionspreis. Das heißt, die Summe aus beiden ist dann der Anschaffungspreis und das Markup, also der Gewinn zum aktuellen Tageswert, das ist dann das, was ihr mit dem 8b zu 1,5% besteuert. So, hier kommt eine Frage von Marco. Wie sieht es denn mit dem Vorsteuerabzug bei einer Trading GmbH aus? Generell ist das so, dass GmbHs Vorsteuer ziehen können, wenn sie umsatzsteuerpflichtige Umsätze machen. Das heißt, es hängt davon ab, ob ihr auch Umsätze habt. Wir haben einige Kunden,
die zum Beispiel Beratungsgeschäfte über ihre Trading GmbHs laufen lassen und auch Rechnungen stellen und die sind dann auch vorsteuerabzugsberechtigt. Generell wäre meine Schätzung, dass aber ungefähr 80% unserer Kunden nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind, weil sie keine operativen Umsätze über die Gesellschaft machen. Da müsst ihr also entscheiden, wie ihr das ausprägen wollt und wie es zu eurer Situation passt. So, Andreas fragt, kann man die privaten Sachverhalte, die nicht über die GmbH laufen, auch von euch optimieren lassen? Ich habe noch eine Vollzeitbeschäftigung. Also generell geben wir natürlich Tipps, wie man das strukturieren kann. Viele unserer Kunden nutzen die gleichen Steuerberater auch für ihre privaten Themen. Ja, unsere Steuerberater werden auch angesprochen für Schenkungen, Erbschaften, auch Umstrukturierung. Wir haben viele Unternehmer, die auch Umstrukturierungen machen, ihre Gesellschafterstrukturen ändern. Dabei betreuen unsere Steuerberater auch jederzeit gerne. Allerdings ist das nichts, wofür wir von Wrighton Standard Pricing anbieten, sondern das ist dann eben ein normaler Mandatsvertrag mit dem jeweiligen Steuerberater. So. Ich gucke mal gerade, welche noch gut passt. Ah, hier gibt es eine Frage von Jürgen, was wir nehmen für das regelmäßige Verwalten und Auslesen des Depots. Also ich habe unsere Preise nicht genau im Kopf, aber die sind gestaffelt und die gehen nach Depotwert. Das heißt, wir gucken uns überhaupt nicht an, wie viel ihr tradet. Ihr könnt von mir aus zehntausende Trades am Tag haben. Wobei, man muss auch immer sagen, uns geht es ja nicht mal um Trades, uns geht es um Buchungssätze. Ja? Also ihr habt halt, wenn ihr ein CFD kauft, habt ihr ja viele, viele Transaktionen, die alle verbucht werden müssen. Unser Pricing fängt an bei 100 Euro bis 25.000 Euro Depotvolumen, steigt dann an und ab 10 Millionen nehmen wir 4 Basispunkte. Am besten guckt ihr da auf unsere Webseite, da stehen die Preise dann drauf und dann könnt ihr einfach gucken, in welcher Depotstufe ihr landet. So, Friedrich fragt, wenn beide Ehepartner traden, müsste doch jeder die 20.000 Euro Verlust nutzen können. Ja und nein. Also generell hat das jeder Ehepartner. Es kommt da aber darauf an, ob es ein Gemeinschaftsdepot ist. Wenn das Depot nur auf einen von euch läuft, könnt ihr es auch nur einmal geltend machen. Also wenn ihr es zweimal nutzen wollt, muss entweder jeder ein Depot haben oder ihr habt ein Gemeinschaftsdepot. Eberhard fragt, ich dachte, ein Verlustvortrag für Aktien einer GmbH ist nicht möglich. Ja, vielleicht um Verwirrung, um ein bisschen für Verwirrung zu sorgen, es ist in der GmbH so, dass Aktiengewinne zu 95% steuerfrei sind, Aktienverluste jedoch zu 100% steuerfrei. Das heißt, Aktienverluste können nicht geltend gemacht werden. Aber wenn ihr Verluste habt aus dem operativen Geschäft, weil ihr zum Beispiel ein Gehalt bezieht oder Verluste aus Termingeschäften, die können geltend gemacht werden und dafür gibt es dann Verlustvorträge. Allerdings hast du recht, für Aktien gibt es dementsprechend keine Verlustvorträge, weil der 8b Verluste zu 100% steuerfrei stellt. Rolf fragt, ob man schon einen vorhandenen Wagen als Firmenwagen rübernehmen kann. Ja, kann man. Aber man muss dann eben auch wieder vom ursprünglichen Bruttolistenpreis den geldwerten Vorteil zahlen. Aber ja, ihr könnt generell auch private Vermögensgegenstände an die GmbH verkaufen. Also ihr könnt auch euren Schreibtisch an die GmbH verkaufen. Nur Vorsicht ist da geboten. Das Finanzamt guckt dann immer, ob das auch verhältnismäßig ist. Also wenn ihr euren IKEA-Schreibtisch auf einmal für 10.000 Euro an die GmbH verkauft, wird es schwierig. Auf sowas achten Prüfer auch. So, dann gucke ich mal, hier ist doch die Frage. Hier gibt es jemanden, der tricksen will, der möchte nämlich die privaten Trades, die man bereits gemacht hat, in die GmbH übernehmen. Ich habe da eine schlechte Nachricht. Generell müsst ihr mit der GmbH ein neues Depot eröffnen und müsst dann entweder in dem Firmendepot die Wertpapiere neu anschaffen. Oder ihr könnt übertragen, aber die Übertragung führt auch zum Auslösen der Steuern. Also sprich, die stillen Reserven werden offengelegt. Und von daher ist es sehr schwierig, private Aktientrades oder Wertpapiertrades, die man gemacht hat, in eine GmbH zu übernehmen. Das klappt leider nicht.
So, ich guck mal. Was war hier? Die Frage vom Christian, an der Stelle mit dem, er will ja eigentlich nur CFDs handeln und das Verlustproblem lösen. Ich denke, das hast du ja schon weitgehend beantwortet in der Richtung, dass man das eben gerade mit einer juristischen Gesellschaft gut lösen kann. Aber Ja, es sind wirklich, ich muss kurz sagen, Felix, erstmalig, ich meine, ich bin jetzt schon seit 10 Jahren im Webinargeschäft und ich muss sagen, ich habe auch schon viele Webinare gemacht, aber so viele Fragen, das ist schon eine Premiere, muss ich sagen. Ich muss das echt mal am Ende filtern, wie viele Fragen das sind. Ich meine, wir sind auch schön dreistellig dabei, also wir sind auch wirklich von den Teilnehmern her gut beseelt. Auch vielen Dank für eure Zeit an der Stelle. Es ist ja sozusagen der Abend bei uns im Süden, die Sonne scheint. Ich glaube, bei dir oben im Norden auch, Felix. Ein herrlicher Tag. Insofern denke ich, der ein oder andere wird mit dem Tablet wahrscheinlich auf der Wiese sitzen und das Ganze sich sozusagen reinziehen. Aber in jedem Falle fantastisch. Wie gesagt, ein schönes Format und ich hoffe, euch gefällt es auch und gebt uns da auch gern konstruktives Feedback für die nächsten Sendungen, will ich gleich mal mit durch. Geben, bevor der Felix noch die eine oder andere Frage auflöst. Aber an der Stelle gern da, wie gesagt, an Support JFD oder eben, wie ihr seht, auch an Fragen at Right, wenn ihr da Verbesserungsvorschläge habt. Bitte gern. ja, ich mache jetzt aber noch ein paar. Ich habe ja viele noch nicht beantwortet, aber hier, Christian, also tatsächlich, wenn du nur CFDs handelst, hast du ein Problem mit der Verlustverrechnungsbeschränkung, dann hilft die GmbH eben dabei, dass du voll verrechnen kannst. Von daher ist es dann bei dir eine reine Trading GmbH. Ich würde trotzdem empfehlen, dir auch mal später sich die Aktien anzugucken. Das hilft auch. Johannes schreibt, dass es oft so ist, dass die Börsenkurse und die Software teurer ist für GmbHs. Ja, tatsächlich ist es so, manche Anbieter haben unterschiedliche Preise, je nachdem, ob man Privatkunde ist oder Firmenkunde. Es gibt Kunden von uns, die beziehen die Kurse weiterhin privat und berechnen das dann über ihre Spesen an die GmbH. Dazu möchte ich aber auch sagen, privat habt ihr bisher alle Kursdaten und so von versteuertem Geld bezahlt. In der GmbH könnt ihr das alles voll absetzen und das minimiert eben eure Gewinne. Ja, und ihr könnt auch so Sachen wie Leverage-Zinsen einfach komplett abziehen. Und vorher privat wart ihr halt bei 801 Euro, war da Schicht mit dem Sparerpauschbetrag. Ja. Und das müsst ihr eben auch bedenken. Marco fragt, wie hoch denn die jährlich laufenden Kosten für so eine GmbH sind. Also ihr habt für die GmbH vor allem immer die Abschlusskosten. Ihr habt eine Pflichtmitgliedschaft bei der IHK. Ihr müsst eventuell für ein Bankkonto zahlen. Ich würde sagen, eine GmbH geht mit unserem Pricing und Wertpapieren drin so bei 2.300, 2.500 Euro los. Generell ist das so, je mehr Vermögen man drin hat, die GmbH, die Kosten steigen nicht linear. Also je mehr Vermögen, desto mehr lohnt sich die GmbH. Aber du musst, das ist auch der Grund, warum ich mir eigentlich eine GmbH unter 100.000 Euro nicht angucken würde. Hier wird gerade gefragt von Ulf, wie sieht die Hilfe zur Steuererklärung aus? Also vielleicht einmal ganz kurz, wir kümmern uns ja nur um Firmen. Was wir eben machen, wir erzeugen eine komplette Buchhaltung. Diese Buchhaltung wird dann auf DATEV-Konten gebucht und mit DATEV machen dann die Steuerberater den Jahresabschluss und die verschiedenen Steuererklärungen. Das heißt, in den Preisen, die dann auf unserer Webseite siehst, ist das dann auch alles drin. Das wird dann erstellt. Aber die Voraussetzung für die Steuererklärung ist eben die Buchhaltung. Und deswegen setzen wir als erstes da an, ja, dass wir die Buchhaltung ordentlich kriegen. So, ich frage gerade, hier kommt Werner, können Daten von E-Trade übernommen werden? Wir haben bis jetzt E-Trade noch nicht angebunden. Steht perspektivisch auf der Liste. Wenn du mit deiner GmbH schon bei E-Trade bist, dann melde dich gerne bei uns, da suchen wir noch Testkunden, damit wir auch bald E-Trade anbinden können. So, komme schon wieder. Johannes sagt, kann man ein privates Depot der GmbH verkaufen? Ja, man hat zwei Möglichkeiten. Man kann die privaten Titel an das neue Depot der GmbH übertragen. Dann wird das eingewertet mit dem aktuellen Tageskurs und man muss dann die Steuern abführen. Also werden sozusagen die stillen Reserven werden aufgedeckt. In der Regel ist es einfacher, du verkaufst und schaffst neu an. Dann hast du eben alles sauber. Und die meisten unserer Kunden verkaufen auch Stück für Stück. Die wollen dann manche privaten Trades noch auslaufen lassen. Genau, so dann, ich gucke mal, was ich noch.
Freddy fragt, ist die GmbH auch für Rentner interessant? Das hängt sehr von deiner Situation ab, können wir gerne mal besprechen. Wir haben tatsächlich auch viele Leute, die die GmbH nutzen, um Vermögen zu übertragen, die also eine GmbH gründen und dann Stück für Stück Anteile der GmbH ihren Kindern schenken. Es hängt immer davon ab, was man sonst noch für Einnahmen hat, was man noch optimieren kann, wie aktiv man noch ist. Das ist eine Einzelfallbetrachtung, melde dich da gerne für uns. Aber generell haben wir auch viele Leute im Rentenalter, die noch eine GmbH aufsetzen. So, ich guck mal. Ja, ich habe hier gab es noch die Frage von Hans-Jörg, gilt es auch für österreichische GmbHs? Weiß ich nicht. Ich habe mich in Österreich noch nicht eingearbeitet. Ich bin froh, dass ich einen guten Überblick über Deutschland habe. So. So, hier ist noch die Frage von Rolf, ob unsere Wertpapierverbuchung auch Daytrading unterstützt. Ja, absolut. Also wir haben auch einige Kunden, die wirklich mit Algorithmen in der GmbH traden und wir verbuchen alle algorithmisch ausgeführten Trades. Das ist gar kein Problem. Jetzt gibt es eine Frage noch von Michael zur Vorsteuer. Ist bei einer VV GmbH monatlich Vorsteuer fällig? Generell ist das so, GmbHs können die Vorsteuer zu unterschiedlichen Zeiten abgeben. Halbjährlich, quartärlich oder monatlich. Und man wird da einsortiert, je nachdem, wie hoch das Volumen ist. Ich werde bei meiner GmbH quartärlich eingestellt. Die meisten sind quartärlich, aber wenn du viel machst, also zum Beispiel viel Beratungsrechnung und so, dann kann es auch gut sein, dass du monatlich die Vorsteuer abgeben musst. So, jetzt kommt noch eine Frage von Raffi. Könnte mal kurz zusammengefasst werden, weil eine GmbH Sinn macht als nur Trader? Also, ich probiere es, aber es ist schwierig. Also, ich würde sagen, die GmbH macht immer dann Sinn, wenn du mehr als 40.000 Euro Verlust-Trades aus Termingeschäften hast. Ja, weil du dann eben die Verlustverrechnungsbeschränkung umgehst. Die macht Sinn, wenn du viel mit Aktien tradest oder tatsächlich mit Optionen, die du den Aktien andienst. Die macht Sinn, wenn du mit Krypto unterjährig tradest. Wenn du länger als ein Jahr hältst, ist es ja ein privates Veräußerungsgeschäft und steuerfrei. Ansonsten macht eine GmbH immer Sinn, wenn du Firmenbeteiligungen hältst, also Angel Investments, unternehmerisch tätig bist und eben bei Immobilien. Das ist die Kurzzusammenfassung. So. Hier gibt es eine Frage, kann man die Präsentation herunterladen von Clemens? Also ich schicke euch die gerne, ich habe es aber bis jetzt so verstanden, JFD macht die über einen YouTube-Kanal zugänglich, ne? Also die Aufzeichnung beziehungsweise das Webinar selber machen wir definitiv, werden wir das hochladen. Wir haben ja auch überlegt, ob wir es ein Stück weit exklusiver machen, aber ich denke, da würden so ein eigener Channel-Button ganz gut. Da können wir das Video auch crossen zu eurer Seite. Das macht auf jeden Fall Sinn. Die Präsentation wäre dann praktisch dort zu sehen. Es sei denn eben, es wäre gewünscht, die als PDF sozusagen abzugreifen. Ja, also ich kann sie euch gerne zur Verfügung stellen. Ich habe da keine Bauchschmerzen mit. Entscheidet ihr, ja, oder sonst eben über den JFD-YouTube-Kanal. So, dann, wie hoch darf das Gehalt für mich als Geschäftsführer maximal sein? Das ist eine Frage von Eberhard. Eberhard, das muss so ein bisschen verhältnismäßig sein, wenn du 10.000 Euro Gewinne machst und beziehst 1 Million Geschäftsführergehalt, ist das schwierig. Generell ist aber ein normales Angestelltengehalt kein Problem und wenn die Firma sehr gut performt, auch entsprechend höher. Ja. Ich gucke mal. So, kann ich ein E-Bike über eine Trading GmbH kaufen, Marco? Ja, kannst du. Dann gilt auch der Geldwertevorteil. Du kannst auch ein Firmenfahrrad haben. Das geht tatsächlich. Mal diese. Hier kommt die Frage, wird IG auch aufgenommen? Wir prüfen IG, aber im Moment noch nicht. Aber ihr könnt gerne sehen, welche Broker wir derzeit anbieten. Aber ihr seid, wie gesagt, bei JFD ganz gut aufgehoben. So. Johannes fragt, ob man Trading-Software, die man privat verkauft, an die GmbH verkaufen. Ja, generell kannst du von privat an die GmbH verkaufen. Es muss halt verhältnismäßig sein. So, guck mal, was man hier noch gut beantworten kann.
bekomme ich von JFD die Aktienhandelsgewinne getrennt vom CFD ausgewiesen. Ich weiß nicht, ob wie das in deinen Unterlagen aussieht. Wir kriegen es über die Schnittstelle separat und verbuchen es auch separat, Bernd. Also von daher ist das für die Wertpapierverbuchung kein Problem. So, ich guck mal, ich habe vieles ja schon beantwortet. So. So, ich gucke mal, was ich wirklich hier noch beantworten kann. So. Gut, ich gucke gerade, was hier noch reinkommt. Achso, ja, es gibt, hier kommt gerade die Frage, ob Klagen vor Gericht laufen für die Verlustverrechnungsbeschränkung. Ja, es wurde geklagt. Die Frage ist, ob die damit wirklich durchkommen. Das Gesetz ist ja sehr, sehr clever gemacht. Die haben nämlich nicht gesagt, man kann keine Verluste mehr verrechnen, sondern gesagt, du kannst nur noch 20.000 pro Jahr verrechnen. Bis jetzt, es wurden auch einige Eilanträge abgewiesen. Und ich weiß nicht, wie lange es dauern wird und ob es dann jemals wegkommt. Ich würde auch sagen, im Moment hat die Regierung ja ein bisschen was anderes zu tun. Aber ja, vielleicht ist es wie beim Mietendeckel, wo du dann 3 Jahre später das für nichtig erklärt wirst. Aber ich habe keine Kristallkugel. Ich kann das leider nicht sagen, Friedrich. Michael fragt, wie hoch sind die Steuern, wenn man Geld aus der GmbH rausnehmen möchte? Also generell werden Dividendenausschüttungen mit Kapitalertragsteuer besteuert, also 26,375%. Die Alternative ist, wie gesagt, das Gehalt. Das Gehalt, ihr wisst ja, bis 11.000 Euro gar nichts, Freibetrag. Und dann geht das eben rauf bis Reichensteuer 45%. Das Schöne dabei ist, das kann man timen. Wir haben zum Beispiel Kunden, die gerade auf einer Weltumsegelung sind und jetzt vorher kein Gehalt bezogen haben, aber jetzt, wo sie eben keine Einnahmen haben, sich alle inklusive Kindern die 11.000 Euro im Jahr auszahlen. Von daher hängt das ein bisschen davon ab, wie du das strukturierst. So. Jetzt kommt eine Frage von Thomas. Wir sind 4-anteilige Eigentümer an einer langfristig vermieteten Immobilie. Jährliche Einnahmen 24.000. Lohnt sich da eine GmbH-Gründung? Generell war meine Faustregel immer GmbH für Immobilien so ab 70.000 Euro Jahresmieteinnahmen. Jetzt muss man aber auch gucken, könnt ihr mit der GmbH noch mehr machen, wenn ihr da gleichzeitig noch ein Trading-Geschäft reinlegt oder ein Long-Aktienportfolio, kann das auch schon für den Betrag Sinn machen. Generell aber immer unschön, wenn ihr eine bestehende Immobilie in eine GmbH umstrukturiert, löst das nochmal Grunderwerbsteuer aus. Deswegen ist es eigentlich immer clever, das von Anfang an so zu strukturieren. Später ändern ist oft teuer und aufwendig. So, dann gibt es eine Frage von Jürgen. Kann ich meinen Steuerberater behalten und er nutzt eure Software? Ja, wir verkaufen auch nur die Wertpapierverbuchung an andere Steuerberater. Es gibt grundsätzlich zwei Modelle. Ihr könnt zu einem unserer Steuerberater wechseln und kriegt die Komplettbetreuung oder ihr behaltet euren Steuerberater und wir liefern nur die Wertpapierverbuchung. Du findest für beides die Preise auf unserer Webseite, aber das ist beides möglich. Michael, nein, wir kaufen keine bestehenden GmbHs auf. So, jetzt Frage an JFD. Hier sind Fragen zu eurem Optionshandel. Das ist eine Asset-Klasse, die wir in der Tat nicht anbieten. Ich meine, ich habe das auch, bin auch beim Durchscrollen schon, was wir für Fragen schon beantwortet hatten. Der Optionshandel war bei uns durchaus mal im Fokus, beziehungsweise angedacht ist ja auch ein Thema, das vor 5, 6 Jahren sehr populär in Deutschland wurde und auch von vielen Coaches mittlerweile gepriesen wird und sicherlich auch eine interessante Anlagetaktik hat. Aber klassischen Optionshandel haben wir derzeit nicht im Portfolio und ist mittelfristig auch nicht angedacht. Doch man soll man bekanntlich ja niemals nie sagen, die Weiterentwicklung steht uns natürlich da auch bevor und wir wollen nicht stehen bleiben, aber momentan mittelfristig noch nicht im Angebot. Ja. So, dann glaube ich, sind wir eigentlich soweit durch. Hier sind zwar noch ein paar Fragen, aber ich hoffe, ich habe die alle soweit beantwortet. Wenn nicht, schreibt jetzt nochmal. Ich gucke nochmal drauf. Aber
So. Wie gesagt, also wenn euch noch später Fragen einfallen, dann schreibt gerne, ja. Wir beantworten die gerne. Ansonsten wünsche ich euch heute euch nur noch einen schönen Abend. In der Tat. Also wie gesagt, das Feedback, Felix, an der Stelle durchgehend positiv. Natürlich reichlich Input für jemanden, der das jetzt zum ersten Mal gehört hat. Deswegen gibt es ja auch die Aufzeichnung. Wir werden alle registrierten Teilnehmer dann abholen und eine E-Mail verschicken, auch mit dem Link direkt zum YouTube-Channel. Also da fühlt ihr euch auf jeden Fall abgeholt. Und wir werden das Thema, wie gesagt, weiter aufbohren in den nächsten Webinaren. Gerade auch FAQ, wenn ihr Fragen habt, sehr gern auch vorab natürlich an Riot/ an JFD, support@jfdbank.com oder de, gern hinschicken. Und dann würden wir beim nächsten Mal gern auch schon vorab Fragen vielleicht thematisieren. Du hast uns auf jeden Fall super abgeholt, eine super Vorstellung sozusagen gebracht fürs Thema, warum es sinnvoll ist, auch mit so ein paar, sage ich mal, Insights und Tricks, ne? Ich meine, das war ja schon auch ganz spannend zu hören, was du schon aus der Praxis da mitgenommen hast. Markus hat sicherlich auch den einen oder anderen Input mitgenommen und insofern haben wir das Auftakt, das Debüt-Webinar sozusagen, finde ich, grandios vollzogen. Du zeigst dich auch nochmal in reiner Form mit tollem Hintergrund, muss ich sagen. Besser geht's nimmer. Ihr habt ja das neue Büro bezogen, ne? Genau, wir sitzen hier direkt an der Spree, an der Berliner Oberbaumbrücke auf der Kreuzberger Seite und haben auch hier unser Filmstudio eingerichtet. Sehr, sehr gut. Da bin ich mit meinem, sage ich mal, Dachgeschossstudio nicht ganz so gesegnet mit diesem tollen Ausblick. Aber wenn ich ums Eck schaue, sehe ich die Voralpen. Es sind auch nett, aber ich muss sagen, schönes Panorama. In jedem Falle sage ich vielen Dank dir, Felix, für die Zeit. Vielen Dank für die Zuschauer, die wirklich so stabil dabei geblieben sind. Bei diesem, ich sag's mal, steuertrockenem Thema möchte man meinen. Aber das hast du in jedem Falle rundum gut verpackt, Felix. Freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Vorratsgesellschaften, schlüsselfertige GmbHs, da arbeiten wir dran. Und alles, was es an Infos gibt, werdet ihr auf unserer Seite von JFD finden, / von Riot selbst. Und dann freue ich mich auf das, was noch kommen mag. Und wir haben ja auch gewisse Themenkomplexe. Ihr werdet das schon gesehen haben bei unserem Webinar, Registrierungs-Page. Setup sozusagen bei diesem Template, was denn in den nächsten Monaten ansteht, so Step für Step. Und dann werden wir natürlich auch hier und da noch neue Insights dazu packen. Und insofern, hey, danke dir für die Zeit, Felix. Und ich wünsche dir in Gerne, jedem Fall einen danke euch. schönen Feierabend. Ciao. Tschüss. Gio, gute Zeit alle. Ciao. JFT, just fair and direct.